Kunde erwartet natürlich das beste Fahrzeug der Welt, das wir bereits mit der letzten Baureihe hatten, nochmals besser zu bekommen. Und dazu haben wir uns die letzten Jahre sehr viel Mühe gegeben, um das auch entsprechend hinzubekommen. Die Entwicklung haben wir bereits 2014 gestartet, indem wir eine neue Architektur, damals für die Zukunft, auf die Beine gestellt haben. Und der Schwerpunkt dieser Entwicklung lag darin, dass wir schon 2014 überlegt haben, was möchte der Kunde im Jahr 2020 denn haben, um die S-Klasse in der Zukunft wie eine Art Wohnzimmer gestalten zu lassen. Die Entwicklung hat sich insofern verändert, dass wir sehr viel mehr an elektrischen Komponenten im Fahrzeug haben und dass das Thema Elektrik, das sieht man an Hinterachslenkung, Head-Up-Display, 3D-Kombi, MBUX natürlich, sehr viel mehr Stellenwert einnimmt in der Entwicklung als in der Vergangenheit. Und das läutet auch eine neue Ära ein, denn so viel an Innovationen und elektrischen Themen hatten wir noch nie in einem Fahrzeug. Natürlich hat die Digitalisierung in den letzten Jahren extrem zugenommen und damit hat auch die Bedeutung extrem zugenommen. Wir digitalisieren heute nahezu das komplette Fahrzeug, leiten daraus Komponentenerprobungen ab und daraus wieder Gesamtfahrzeugerprobungen. Das heißt, wir machen fast alles digital und nehmen so wenig wie möglich an Hardware in die Hand. Trotz aller Messungen braucht man immer noch den Mensch als Beurteiler, weil wir machen dieses Produkt für Menschen und wir als Baureihe sind die ersten Kunden und Tester eines Fahrzeuges. Und mit unserem Popometer und unseren Sinnen schauen wir, ob das Fahrzeug gut ist. Bei der Gestaltung einer Testfahrt oder der Festlegung der Ausprägung, da kommt, denke ich, die ganze Erfahrung, die dieses Unternehmen hat, wie man ein Auto entwickelt zusammen. Das heißt, man weiß, minus 30 Grad muss erreicht werden, es müssen Hitzetests erreicht werden. Und dann kommt die Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin mit hinein, die sagt, das ist vermuteter Grenzbereich und den prüfe ich ab. Und so bekommen wir einfach eine Robustheit in das Gesamtfahrzeug, die wir suchen und die dann die Mercedes-Qualität ausmacht. Das Niveau, das mag sehr hoch sein und manchmal mag einen das Gefühl beschleichen, da geht nichts mehr. Aber gerade das ist der Moment, wo man alle nochmal challenged. Ist das wirklich genug? Ist das das, was eine S-Klasse ausmacht? Und wenn Zweifel bestehen, dann setzen wir uns zusammen und finden eine Lösung. Die S-Klasse wird in einer neuen Fertigungshalle gefertigt, weil wir zusammen mit dem neuen Auto eine komplett neue Fertigungsphilosophie einführen. Wir haben neue Prozesse, neue Abläufe, wir haben eine vernetzte Fabrik, eine papierlose Fabrik, eine sehr nachhaltige Fabrik. Es hat von der Planung bis zur Fertigungsstellung der Factory 56 knapp 2,5 Jahre gedauert. Die Halle bringt die Möglichkeit, eine Fertigung in der Form zu revolutionieren, als dass wir uns nochmal die Frage gestellt haben, welche Prozesse können noch digitalisiert werden, wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter entlasten, wie können wir das Ganze auch nachhaltiger, ökologischer gestalten und das alles kommt zusammen in der Factory 56. Ein Champions Car ist ein Fahrzeug, was noch einen Prototypenstand hat, aber in einer Serienfertigung aufgebaut wird. Und Ziel des Ganzen ist es, alles offen zu legen. Wo funktionieren bestimmte Abläufe, Prozesse noch nicht? Das heißt, kann die Zielmannschaft den Zielprozess in der Zielzeit darstellen? Und so ziehen wir aus einem Champions Car relativ früh für uns eine Art einen Prüfbericht heraus. Sind wir bereit, in Serienfertigung zu starten? Besonders bewegt hat mich bei dem Projekt,
dass wir einige Male wirklich mit dem Anspruch, den wir hatten und dem, was wir uns vorgenommen haben, schlucken mussten. Bekommen wir das in dem Tempo, in der Zeit hin? Und das zu sehen, dass es dann gelungen ist mit dem Ergebnis, das ist rückblickend einfach faszinierend. Was mich schon bewegt, sind die ersten Feedbacks, die wir von unserem Fahrzeug, von den Journalisten bekommen, die das Fahrzeug ganz, ganz toll finden. Und das erfüllt einen natürlich schon mit Stolz.